Mehr als 300 Jahre lang hatten die Schlachtschiffe die Meere beherrscht. Sie waren die stolzen Symbole nationaler Stärke und Macht. Noch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs waren sie das Herzstück jeder Kriegsflotte. Nie zuvor waren die Schlachtschiffe größer, schneller und mit mehr Feuerkraft ausgestattet gewesen. Aber je weiter sich der Krieg über die Weltmeere ausbreitete, desto zweifelhafter wurde die Schlüsselstellung der Schlachtschiffe in der Marinestrategie. Es waren die Flugzeuge, die mehr und mehr auch den Krieg zur See beherrschten. Morgengrauen des 1. September 1939. Ein altes deutsches Schlachtschiff eröffnete mit seinen 280 mm Geschützen das Feuer auf die Befestigungsanlagen des polnischen Hafens Danzig. Diese Schüsse gehörten zum Beginn eines Krieges, der sich bald über den gesamten Globus ausweiten sollte. Zwei Tage später erklärte die britische Regierung Deutschland den Krieg. An diesem Tag besuchte Winston Churchill als erster Lord der Admiralität das Haus der Admiralität. Es war ein bittersüßer Moment für ihn. Schon während des Ersten Weltkrieges hatte er diesen Posten inne. Nach dem desaströsen Land- und Seekrieg gegen die Türkei musste er jedoch von diesem Amt zurücktreten. Doch die Kriegsmarine, über die er jetzt befehligte, war eine völlig andere. Die Rüstungskontrollverhandlungen der 20er und 30er Jahre hatten zu einer deutlichen Reduzierung der Royal Navy geführt, die zuvor 70 Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer zählte. Jetzt verfügte man nur noch über 12 dieser Großkampfschiffe und ganze 5 befanden sich im Bau. Nie zuvor hatte das britische Empire eine so schwache Royal Navy. Am 3. September waren wir auf See. Ich stand auf dem Flaggentower der Hood und signalisierte den anderen Schiffen der Flotte, Kampfhandlungen gegen Deutschland beginnen. Der einzige Vorteil der Briten war, dass die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg den Großteil ihrer eigenen Kriegsschiffe versenkt hatten. In den 30er Jahren hatte die Reichsmarine jedoch eine erstaunliche Reihe von Kriegsschiffen neu gebaut. Unter anderem die zwei schnellen Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau. Und auf den Werften in Hamburg und Wilhelmshaven wurden gerade zwei der größten Schlachtschiffe, die je gebaut wurden, fertiggestellt. Die Bismarck und die Tirpitz. Vor 1941 würden sie jedoch nicht einsatzbereit sein. In der Tat hatte Hitler seinen Admirälen versprochen, dass sie bis Mitte 1940 über die beste Kriegsmarine der Welt verfügen würden. 1939 jedoch gab es keinen Grund für Hitler, die Royal Navy zu einer großen Seeschlacht herauszufordern. Bedingt durch den Versailler Vertrag verfügten die Deutschen nicht mehr über eine reguläre Hochseeflotte. Sie konnten deswegen nur einen Krieg gegen Handelsschiffe führen. Vom ersten Kriegstag an beschossen deutsche U-Boote Handelsschiffe, die kriegswichtigen Nachschub nach Großbritannien transportierten. Sechs Wochen später gelang es einem deutschen U-Boot, die Royal Navy mitten ins Herz zu treffen. In einem waghalsigen Manöver war U-47 unter seinem Kommandanten Günther Prien
in die britische Marinebasis vor Scapa eingedrungen und hatte dort das Schlachtschiff Royal Oak versenkt. Mehr als 800 britische Seeleute verloren dabei ihr Leben. Für Großbritannien war es ein Desaster. Die Royal Navy war gedemütigt worden. Für die Deutschen war es ein Triumph. Die Männer der U-Boot-Besatzung wurden bei ihrer Heimkehr als Helden gefeiert. Dieser Erfolg bestärkte Hitler in seiner Meinung über die Marine. Jetzt war er erst recht entschlossen, einen uneingeschränkten Seekrieg gegen britische und französische Handelsschiffe zu führen. Im Südatlantik richtete die deutsche Admiral Graf Spee mit ihren Angriffen verheerende Zerstörungen unter den Handelsschiffen an. Bald stand die Graf Spee auf der Liste der britischen Kriegsziele ganz oben. Im Dezember 1939 gelang es den drei britischen Kreuzern Ajax, Exeter und Achilles, die Graf Spee vor der Ostküste Südamerikas zu stellen. Plötzlich ging der Alarm los. Halb angezogen flog ich regelrecht die Leitern zum Geschützdeck hoch. In einer Hand hatte ich meine Hosen, in der anderen meine Stiefel. In der Mündung des Rio de la Plata kam es zur Schlacht. Die Graf Spee hatte mit ihren 280mm Kanonen die Exeter unter Beschuss genommen und zum Rückzug gezwungen. Aber die Ajax und Achilles konnten das deutsche Schiff einkreisen und direkte Treffer landen. Ich glaube, wir haben über 100 Salven abgefeuert. Unsere Geschütze wurden von dem Dauerfeuer so heiß, dass die Farbe abzusplittern begann. Mit letzter Kraft schleppt sich das deutsche Schlachtschiff Graf Spee in den Hafen von Montevideo in Uruguay, um hier seine Wunden zu lecken, die ihm in der Schlacht zugefügt wurden. Für die deutschen Seeleute und für Kapitän Hans Langsdorff, den Kommandanten der Graf Spee, endete die Seeschlacht mit einer Niederlage. Nach internationalem Recht durfte das deutsche Kriegsschiff nur 72 Stunden im Hafen des neutralen Uruguay vor Anker gehen. Während Kapitän Langsdorff seine gefallenen Seeleute bestattete und über die weitere Strategie nachdachte, liefen die Drähte des britischen Geheimdienstes heiß. Kapitän Langsdorff war vom britischen Geheimdienst getäuscht worden. Dieser hatte ihm Falschinformationen zugespielt, dass ihn draußen auf See ein schlagkräftiger britischer Flottenverband erwarte. Die Situation schien ausweglos. Aber die Graf Spee lichtete ihre Anker und stach in See, wo ihr Kapitän den überlegenen britischen Flottenverband erwartete. Langsam fuhr die Graf Spee den Rio de la Plata hinunter. An Bord war der verbliebene Rest der Mannschaft. In unmittelbarer Nähe der Hauptschifffahrtsstraße warf die Graf Spee Anker. Wir befanden uns alle auf Gefechtsstation, als über den Schiffslautsprecher folgende Meldung kam. Hier spricht der Kapitän. Unser Aufklärer hat gerade gemeldet, dass die Graf Spee sich in die Luft gesprengt hat. Vor den Augen der Weltpresse hatte die Mannschaft der Graf Spee die Flutventile geöffnet und ihr Schiff gesprengt. Kapitän Langsdorff und seine Crew hatten ihr Schiff mit den Beibooten verlassen und im nahen Buenos Aires um politisches Asyl nachgesucht. Dort erschoss sich Kapitän Langsdorff unter dem Emblem der alten kaiserlichen Marine, nicht unter dem Hakenkreuz.
Bei ihrer Rückkehr nach Großbritannien wurden die Veteranen der Rio de la Plata-Schlacht als Helden gefeiert. Nach der Begrüßung durch König Georg VI. Marschierten wir in einer Parade durch London. Danach aßen wir mit Winston Churchill zu Mittag. Winston Churchill, er ist bei den Soldaten ebenso beliebt wie beim Rest der Nation. Diese brillante Seeschlacht, von Admiral Howard geplant und von euch in die Tat umgesetzt, wird in den Annalen der Marine ihren Platz haben. Und ich darf hinzufügen, dass sie in diesem dunklen, kalten Winter die britischen Herzen erwärmt hat. Die Zerstörung der Graf Spee ließ das Selbstvertrauen der britischen Marine wieder erstarken. Weitere gute Nachrichten sollten in den kommenden Monaten jedoch selten werden. Am 10. Mai 1940 überrollten die deutschen Truppen Holland und Belgien. Am selben Tag trat Premierminister Chamberlain zurück. Großbritanniens Zukunft lag jetzt in den Händen von Winston Churchill. Er war nur wenige Wochen im Amt, als die deutsche Armee in Frankreich einmarschierte. Mehr als 300.000 alliierte Truppen mussten über den Hafen Dünkirchen evakuiert werden. Bald stand Hitler an der französischen Küste, blickte über den Kanal und dachte über eine Invasion Großbritanniens nach. Auch die Entwicklung in Italien beunruhigte Churchill. Unter dem faschistischen Diktator Benito Mussolini hatten sich die Italiener mit Deutschland verbündet. Mit dem Fall Frankreichs und dem Verlust der französischen Marineunterstützung sahen sich die Briten im Mittelmeer einer modernen und zahlenmäßig überlegenen italienischen Kriegsflotte gegenüber. In den unterirdischen Räumen seines Kriegskabinetts sah sich Winston Churchill mit einer kritischen Situation konfrontiert. Großbritannien stand alleine da und die Kriegsmarine, auf die sich das Land stützte, hatte die Grenzen ihrer Möglichkeiten erreicht. Im Juni 1940 erhielt Churchill eine Depesche des Geheimdienstes. Darin hieß es, dass 4 französische Schlachtschiffe im algerischen Hafen Oran Zuflucht gesucht haben. Nach dem Waffenstillstandsabkommen, das Frankreich mit Deutschland und Italien unterzeichnet hatte, waren die französischen Kriegsschiffe zur Neutralität verpflichtet. Churchill befürchtete jedoch, dass die Schiffe von den Deutschen beschlagnahmt und gegen Großbritannien eingesetzt würden. Deswegen ordnete er eine Mission an, wie sie es seit Trafalgar nicht wieder gegeben hatte. Eine Konfrontation mit der französischen Flotte. Am nächsten Tag brach ein britischer Flottenverband Richtung Algerien auf. Unser Kommandant war damals Captain Glennie. Über die Lautsprecheranlage an Bord informierte er uns über unsere Mission. Guten Morgen, Matrosen der Hood. Wir befinden uns auf dem Weg nach Oran, um französische Kriegsschiffe zu überzeugen, sich unserem Schutz zu unterstellen. Nach ihrer Ankunft in Oran sandten die Briten eine Nachricht an den französischen Kommandanten. Entweder würde er die Briten im Kampf gegen Deutschland und Italien unterstützen, seine Schiffe seeuntauglich machen oder sie würden zerstört werden. Die Franzosen lehnten das Ultimatum ab. Vizeadmiral Somerville stand da und war sehr ernst. Er wollte es nicht tun, niemand wollte es. Aber dann gab er Befehl, das Feuer zu eröffnen. Innerhalb weniger Minuten waren 3 französische Schlachtschiffe zerstört. Nur der Strasbourg gelang es, begleitet von 3 Zerstörern, den britischen Kordon zu durchstoßen. Oh,
Ich war völlig einverstanden mit dieser Aktion. Wenn all diese Schiffe den Deutschen oder Italienern in die Hände gefallen wären, hätten wir noch mehr Gegner zur See gehabt und wir hätten noch mehr Männer verloren. Es war gut, dass wir die Schiffe versenkt haben. Mehr als 1100 französische Seeleute, einst Verbündete, verloren ihr Leben. Für die Royal Navy war die Mission ein Erfolg. Aber es war ein Fehlschlag für die Diplomatie. Man hatte 4 Schlachtschiffe verloren, die die Briten im Kampf gegen die italienische Kriegsmarine hätten unterstützen können. Mitte 1940 versuchte die schnelle und schlagkräftige italienische Flotte, die Schiffe der Royal Navy aus dem Mittelmeerraum zu verdrängen. In früheren Schlachten zwischen beiden Flotten waren die Briten immer Sieger geblieben. Jetzt wurde bei einer Auseinandersetzung das italienische Flaggschiff, die Giulio Cesare, von einem 380mm Geschoss der Warspite aus einer Entfernung von mehr als 15 Kilometern getroffen. Das war die größte Entfernung, aus der je ein bewegtes Ziel getroffen worden war. Im November 1940 eröffnete der britische Flugzeugträger Illustrious eine neue Dimension im Krieg zur See. Schon gegen Ende des Ersten Weltkrieges waren die ersten Flugzeugträger gebaut, aber noch nicht in der Schlacht erprobt worden. Am späten Abend des 1. November 1940 sollte ihre Chance kommen. 2 Geschwader Swordfish-Flugzeuge starteten von der Illustrious. Ihr Ziel war die italienische Mittelmeerflotte, die etwa 280 Kilometer entfernt im Hafen von Taranto vor Anker lag. Luftaufnahmen, die am darauffolgenden Tag gemacht wurden, zeigen, dass die Torpedos und Bomben 3 italienische Schlachtschiffe zerstört hatten. Die Kräfteverteilung im Mittelmeer hatte sich wieder zugunsten der Briten verlagert. Die Schlacht von Taranto hatte Marinestrategen auf der ganzen Welt alarmiert. Mit Hilfe eines Flugzeugträgers, der sich weit außerhalb der Reichweite ihrer Kanonen befand, war es gelungen, Schlachtschiffe zu zerstören. Der Krieg zur See war in eine neue Phase eingetreten. Adolf Hitler gab offen zu, dass er zu Land ein Held, zur See aber ein Feigling war. Er wies seine Marinekommandeure an, mit ihren Großkampfschiffen ausschließlich Handelsschiffe zu jagen und Auseinandersetzungen mit Schiffen der Royal Navy zu vermeiden. Hitlers größtes Bedenken galt der Sicherheit seines neuesten Schlachtschiffes, der Bismarck. Im Mai 1941 war die Test- und Erprobungsphase der Bismarck abgeschlossen. Mit einer Größe von 51.000 Tonnen und 8 380mm Geschützen ausgerüstet, war die Bismarck das stärkste Schlachtschiff auf den Weltmeeren. Bismarck was in my view the finest battleship in the world. In meinen Augen war die Bismarck das beste Schlachtschiff der Welt und auch eines der elegantesten. Extrem massiv, aber zugleich schön. Und sie strahlte ein enormes Gefühl von Stärke aus. Am 18. Mai 1941 lief die Bismarck, begleitet von dem schweren Kreuzer Prinz Eugen, zu ihrer ersten Mission aus. Der Auftrag der Bismarck lautete, im Nordatlantik zu kreuzen und Handelsschiffe, die zwischen den USA und Großbritannien verkehren, zu versenken. Es sollte eine der dramatischsten Jungfernfahrten seit dem tragischen Schicksal der Titanic werden. Drei Tage später entdeckten britische Aufklärer die beiden deutschen Schiffe beim Auftanken in einem norwegischen Fjord. Um die Bismarck zu verfolgen, stellte die britische Admiralität sofort mehrere Jagdverbände auf. Mit dabei waren auch das neue Schlachtschiff, die Prince of Wales, und der Schlachtkreuzer Hood. Die Hood war der Inbegriff der britischen Seemacht. Sie war ein wunderbares Schiff und einige glaubten, sie sei einfach unsinkbar. Aber kein Schiff ist unsinkbar. Das ist ein Widerspruch in sich.
Am folgenden Morgen sichteten die Hood und die Prince of Wales die Bismarck in den Gewässern zwischen Island und Grönland. Wir feuerten etwa ein halbes Dutzend Salven, bevor die Bismarck das Feuer erwiderte. Für ein Schlachtschiff, das bisher noch nie unter Beschuss gestanden hatte, feuerte die Bismarck mit einer verheerenden Genauigkeit. Ich hörte keine Explosion, überhaupt keine Explosion. Ich sah nur einen gigantischen Feuerball vorbeischießen. Nur drei von uns tauchten wieder auf. Keine andere Seele war zu sehen. Ich schaute mich um, da war sie. Senkrecht im Wasser, etwa 50 Meter entfernt. Der B-Geschützturm ging gerade unter. Ich geriet in Panik, drehte mich um und schwamm fort, so schnell ich konnte. Als ich mich wieder umdrehte, war sie verschwunden. When I looked around again, she'd gone. Mehr als 1400 Männer waren mit ihrem Schiff versunken. Nur drei haben überlebt. Der Schock über die Nachricht vom Untergang der Hood war so groß, dass die Menschen es zuerst nicht glauben wollten. Sie sagten, das ist nicht möglich. Sie ist der Stolz der britischen Navy, der Stolz des Empire. Sie kann nicht einfach untergehen. Es war mehr als nur der Verlust des Schiffes. Es war wie der Verlust des gesamten Empire. Der Verlust der Hood schockierte auch Churchill. Er delegierte jedes verfügbare Schiff ab, egal was es kostete oder mit welchen Konsequenzen auch immer, um die Bismarck zu versenken. Vier britische Schlachtschiffe und zwei Flugzeugträger eilten in das Seegebiet. Für Churchill stand Großbritanniens Vorherrschaft zur See auf dem Spiel. Wenn die Bismarck entkommt, sagte er, wird es sich wie ein Lauffeuer um die Welt verbreiten. Und das zum Schaden und Nachteil unserer Nation. Wir alle fühlten genauso. Wir fühlten wie Churchill. Wir mussten die Bismarck zerstören. Die Bismarck durfte nicht weiter existieren. Wir wollten sie versenken, sie töten. Mein Gott, ja, wir wollten Rache. Swordfish-Flieger starteten vom Flugzeugträger Victorious und entdeckten die Bismarck auf einem Kurs Richtung Süden. Ein Torpedoangriff hatte nur kleine Schäden verursacht. Die Bismarck hielt weiter Kurs auf den französischen Hafen Brest. Aber sie verlor Öl und zog eine deutlich sichtbare Spur hinter sich. Später gelang es der Bismarck, zwei britische Kreuzer abzuschütteln. Sie war von ihrem Radar verschwunden. Dreißig Stunden später entdeckte ein britisches Flugboot die Ölspur der Bismarck. Vom Flugzeugträger Ark Royal wurde daraufhin ein Angriff mit Torpedos geflogen. A lucky torpedo hit the rudder of the Bismarck.
Ein Torpedo traf die Ruder der Bismarck. Sie war jetzt 15 Grad vom Kurs auf den Hafen Brest und war manövrierunfähig. Wieder und wieder versuchten sie, das Schiff auf Kurs zu bringen, aber es drehte sich immer wieder in den Wind und genau aus dieser Richtung kamen wir. And we had a speech by our captain. Unser Kapitän hatte uns in einer Rede klar gesagt, es gibt kein Entkommen. Ein Schiff, das man nicht steuern kann, kann man nicht steuern. Es gibt kein Entkommen. Am Morgen des 27. Mai sind wir auf die britischen Streitkräfte getroffen. Um 9 Uhr hatten wir so viele Treffer abbekommen, dass der erste Offizier allen befahl, das Schiff zu verlassen. Es hat geregnet und es war stürmisch. Naja, aber man hat versucht zu überleben. Ich sah, wie das Schiff zerstört wurde. Alles wurde zerstört. Von der 2200 Mann starken Besatzung der Bismarck überlebten nur 110 Seeleute. Die Zerstörung des größten deutschen Schlachtschiffs war ein Schock für Hitler. Es warf ihn in seinem Seekrieg gegen die britische Handelsschifffahrt zurück. Darüber hinaus war es ein Wendepunkt in der Geschichte der Schlachtschiffe. Die Monster aus Stahl und Eisen waren nicht mehr die Jäger. Sie waren die Gejagten, leichte Ziele für U-Boote und Flugzeuge. Für die Mannschaften und Offiziere der großen Schlachtschiffe war der Krieg zur See zu einem Albtraum geworden. Ein gefährliches Spiel, zu dem man kaum noch jemanden überreden konnte. Im Jahr 1941 weitete sich der Krieg mehr und mehr zu einem globalen Konflikt aus. Japan hatte das Achsenabkommen mit Deutschland und Italien unterzeichnet. Japan wollte sich zur führenden Macht in Asien aufschwingen. Dazu galt es jedoch, die Amerikaner auszuschalten. Als die Verhandlungen zwischen beiden Staaten scheiterten, entschloss sich die japanische Regierung zu einem dramatischen Schritt gegen Amerika. Sechs japanische Flugzeugträger im Pazifik nahmen Kurs auf Hawaii. Hier war die Heimatbasis der amerikanischen Pazifikflotte. Am 7. Dezember 1941 war morgens um 10 vor 8 auf dem amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor das entfernte Dröhnen von sich nähernden Flugzeugen zu hören. Das Timing war ideal. An einem Sonntagmorgen lag die gesamte Flotte sozusagen im Schlaf und keiner hatte geglaubt, dass so etwas je passieren würde. Ohne Vorwarnung und ohne Kriegserklärung überflogen zwei Wellen von japanischen Flugzeugen, insgesamt mehr als 350, unbehelligt die Insel Oahu. Als sich die Flugzeuge näherten, war es unmöglich zu sagen, ob es japanische oder amerikanische waren. Aus der Entfernung sahen sie aus wie unsere.
Und wir haben uns noch gefragt, was zur Hölle machen die da? Ein Übungsmanöver mit scharfen Torpedos? Und dann kam plötzlich unser Feldwebel dahergelaufen, über und über mit Wasser und Öl beschmiert. Los, macht, dass ihr auf eure Gefechtsstationen kommt, schrie er. Die Japaner greifen an. Die Arizona lag direkt hinter uns und als wir auf die Brücke kamen, explodierte sie. Die Wucht der Explosion schleuderte uns in das Ruderhaus. Wir schleppten uns zurück auf die Brücke und schauten zur Arizona hinüber. Aber da war nur noch ein riesiger Feuerball. Und ich gebe es zu, ich hatte wirklich Angst. Ich dachte, jetzt ist alles aus. In weniger als 2 Stunden wurden 21 Schiffe der amerikanischen Pazifikflotte, darunter 8 Schlachtschiffe, zerstört oder schwerst beschädigt. Der einzige Lichtblick für Amerika war, dass 3 seiner Flugzeugträger zu Manöverübungen draußen auf hoher See waren und den Angriff so unbeschadet überstanden hatten. Als der Angriff gegen 10 Uhr vorbei war, war alles ruhig. Man hörte nur die brennenden, zusammenstürzenden Schiffe. Da überkam es mich. Mein Gott, wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg und haben verloren. Ich sank zusammen und weinte. Mehr als 2400 Männer waren tot. Weit mehr als 1000 schwer verwundet. Japan hatte sein Ziel, die US-Pazifikflotte außer Gefecht zu setzen, erreicht. Pearl Harbor ist one of the most brilliant. Pearl Harbor war eine der brillantesten Operationen in der Geschichte der Kriegsführung. Strategisch gesehen aber war es ein Desaster, ein absolutes Desaster. Die Möglichkeiten zu verhandeln waren nach dem Angriff auf Pearl Harbor dahin. Jetzt hieß es Krieg bis zum bitteren Ende. Für Großbritannien brachte Pearl Harbor einen mächtigen neuen Verbündeten und einen neuen entschlossenen Feind, gegen den man schlecht gerüstet war. Wochen zuvor hatte Churchill einen kleinen Verband von Kriegsschiffen zur britischen Basis nach Singapur beordert. Die Flottille wurde angeführt von dem Schlachtkreuzer Repulse und dem Schlachtschiff Prince of Wales. Zu diesem britischen Flottenverband sollte noch ein Flugzeugträger stoßen. Das Schiff, das aus der Karibik kommen sollte, lief jedoch auf Grund und kein anderer Flugzeugträger konnte für diese Mission abgestellt werden. And so no other carrier was forthcoming. Der Flottenverband erreichte Singapur 5 Tage, bevor die Japaner Pearl Harbor überfielen. Churchill hatte die Härte der Japaner unterschätzt. Als Finanzminister versuchte er in den 20er Jahren, die Royal Navy am Bau neuer Kreuzer zu hindern, mit dem Argument, dass es zu seinen Lebzeiten nie einen Krieg mit Japan geben werde. Und Churchill glaubte wohl, dass diese 2 Schiffe eine wirksame Abschreckung seien. Das war jedoch nicht der Fall. Einen Tag nach Pearl Harbor marschierten die Japaner in die britische Kolonie Malaya ein. Auch das nahe Singapur war jetzt gefährdet. Churchill berief sofort eine Krisensitzung ein. Er wusste, wenn Singapur fällt, dann sind die Japaner die Herrscher im pazifischen Raum. Australien, Neuseeland und andere Inseln der Region wären schutzlos einer Invasion ausgesetzt. Auf sich gestellt und ohne Unterstützung aus der Luft waren die 2 Großkampfschiffe der Briten in einer gefährlichen Lage. Auf der Prince of Wales aß ich alleine mit meinem Vater zu Abend. Es war, glaube ich, 2 Nächte, bevor sie auslief. Wir hatten uns länger als ein Jahr nicht gesehen und es gab eine Menge zu bereden.
Ihm war die Situation nicht geheuer und er fragte mich nach meiner Meinung. In meiner jugendlichen Ignoranz sagte ich ihm, sollen Sie nur kommen, wir werden es Ihnen zeigen. Er sah mich sehr ernst an und sagte, ich denke, du hast keine Vorstellung davon, welch mächtigem Gegner wir gegenüberstehen. Am späten Nachmittag des 8. Dezember liefen die Schiffe aus, um die japanische Invasionsflotte vor Thailand zu stellen. Am nächsten Abend erhielt Churchill die Nachricht, dass die Schiffe auf dem Weg zurück nach Singapur sind, weil sie von feindlichen Flugzeugen beschattet worden waren. Churchill schlug daraufhin vor, dass die Schiffe sich mit dem verbliebenen Rest der amerikanischen Flotte zusammenschließen sollten. Es war jedoch schon spät. Und so verschob man die Entscheidung darüber auf den nächsten Morgen. Während in Großbritannien alle schliefen, gingen landgestützte japanische Bomber auf die Jagd nach den britischen Kriegsschiffen. Das einzig Beruhigende war, dass es bisher noch keinem Bomber gelungen war, ein sich auf dem offenen Meer bewegendes Großkampfschiff zu versenken. Am nächsten Morgen jedoch erhielt Churchill die Nachricht, dass die Prince of Wales und die Repulse mit 840 Männern an Bord versenkt worden waren. Mir steht es nicht zu, für Churchill zu sprechen, aber ich denke, er wollte im Sinne der Abschreckung handeln. Die zwei Großkampfschiffe sollten den Japanern deutlich signalisieren, von einer Invasion abzusehen. Ob man es im Nachhinein als berechtigten Gedanken sieht, als rationalen Gedanken, oder ob es einfach aus überlegener britischer Arroganz heraus geschah, ist eine Frage des Geschmacks. Ich schließe mich, sicher aus persönlichen Gründen, letzterer Meinung an. Im Pazifik war Großbritannien gedemütigt worden. Und auf den Meeren, die der Heimat näher waren, wurden die Konvois aus Handelsschiffen weiter hartnäckig attackiert. Churchill beschrieb die Zerstörung der Kriegsmaterialien, die für Russland bestimmt waren, als einen der tragischen Aspekte des Krieges. Die drei großen Schlachtschiffe, die Hitler noch geblieben waren, wurden für Churchill zu einer regelrechten Wahnvorstellung. Er ließ sie mit allem, was ihm zur Verfügung stand, verfolgen, so lange, bis sie alle zerstört waren. Der gesamte Angriff spielte sich nachts ab. Der Zerstörer zwang die Scharnhorst, ihre Fahrt zu verlangsamen. Dadurch konnte die Duke of York mit ihren großen Geschützen mehrere Treffer landen. Ende 1944 flog die Air Force mit schweren Bombern einen Angriff auf einen norwegischen Fjord, um dort das letzte verbliebene deutsche Schlachtschiff, die Tirpitz, das Schwesterschiff der Bismarck, zu versenken. Die Zerstörung des letzten deutschen Großkampfschiffs gab der britischen Kriegsmoral einen deutlichen Schub. Innerhalb von 25 Jahren war die deutsche Kriegsflotte zum zweiten Mal besiegt worden. During the First World War, the German battle fleet achieved nothing. Während des Ersten Weltkrieges hatte die deutsche Kriegsflotte so gut wie nichts erreicht. Und im Zweiten Weltkrieg hat die deutsche Kriegsmarine bei allem Respekt auch so gut wie nichts bewirkt. Was man dabei nicht vergessen sollte, ist die Tatsache, dass die Zeit der großen Schlachtschiffe definitiv vorbei war. Schon während der ersten Kriegsmonate im Pazifik realisierten sowohl die Amerikaner wie auch die Japaner, dass ihre strategisch bedeutendsten Waffen nicht mehr die Schlachtschiffe, sondern die Flugzeugträger waren.
Mit Flugzeugträgern ließ sich alles erreichen, was auch mit Schlachtschiffen möglich war. Nur hatte man mit Flugzeugträgern einen unvergleichlich größeren Aktionsradius von mehreren hundert Kilometern. Zum ersten Mal in der Geschichte fochten Schiffe Schlachten untereinander aus, ohne in Sichtweite des anderen zu sein. From 1942 onward, I think it had become clear that there was a new capital ship. Seit 1942, denke ich, war allen klar, dass die neuen Großkampfschiffe die Flugzeugträger sind. Ein Flugzeugträger mit einer großen Zahl von Flugzeugen war in der Lage, selbst die größten Schiffe der anderen Seite zu versenken. In der Schlacht von Midway verloren die Japaner 4, die Amerikaner nur einen Flugzeugträger. Das Kräfteverhältnis im Pazifik hatte sich jetzt zugunsten der Amerikaner gewandt. Um diesen Vorsprung zu halten, mobilisierte Amerika gewaltige industrielle Kapazitäten. Nicht der Bau von Schlachtschiffen, sondern der von Flugzeugträgern stand jetzt an erster Stelle. Zehn der Schlachtschiffe, die noch vor Pearl Harbor auf Stapel gelegt worden waren, wurden noch während des Krieges fertiggestellt. Aber sieben weitere, einschließlich der 560.000 Tonnen Giganten, wurden nicht mehr gebaut. Vier 45.000 Tonnen Superschlachtschiffe der Iowa-Klasse wurden in Dienst gestellt. Mit neun 400 mm Geschützen ausgerüstet, zählten sie zu den stärksten Schlachtschiffen, die je gebaut worden sind. Aber ihre Rolle war nur noch zweitrangig. Sie eskortierten und schützten die Flugzeugträger. Sie waren ein Schutzschild gegen die Angriffe der Japaner, besonders gut ausgerüstet gegen die Luftangriffe. Aber der Krieg war nicht mehr so interessant für sie. Genau zu dem Zeitpunkt, als die Schlachtschiffe stärker gepanzert, schneller und besser bewaffnet waren denn je, begannen amerikanische und britische Marinestrategen ernsthaft an ihrer Bedeutung in einem modernen Krieg zu zweifeln. Man begann zu realisieren, dass die Schlachtschiffe nicht länger die Königinnen der Ozeane sind. Auf einem Treffen Ende 1942 kam man zu dem Schluss, dass Flugzeugträger in Zukunft den Kern der Flotte bilden würden. Sir Stanley Goodall, der Direktor der Naval Construction, notierte in sein Tagebuch: Hurra, endlich. Und das, obwohl er sich einen Namen als großer Konstrukteur von Schlachtschiffen gemacht hatte. Erstaunlich. Für Japan jedoch waren die großen Schlachtschiffe die letzte Hoffnung gegen die vorrückenden Streitkräfte der Alliierten. In den ersten drei Kriegsjahren hatte Japan bis auf vier alle Flugzeugträger verloren. Amerikas Flotte hingegen war auf mehr als 30 Flugzeugträger gewachsen. Japans Schicksal hing jetzt von neun Schlachtschiffen ab, einschließlich der 71.000 Tonnen Giganten Musashi und Yamato. An Größe und Feuerkraft zählten sie zu den gewaltigsten Schlachtschiffen, die je gebaut worden sind. Die japanische Marine weigerte sich, diese Schlachtschiffe für etwas anderes als den großen letzten Kampf einzusetzen. So kreuzten die zwei Schiffe durch den Pazifik und wurden an verschiedenen Plätzen stationiert, als Kern einer Streitmacht, so hoffte man, die Amerika in einer großen, mythischen Seeschlacht entscheidend schlagen würde. Als nur noch die Philippinen zwischen den Amerikanern und Japan lagen, waren die Japaner allerdings doch gezwungen, ihre Superschlachtschiffe einzusetzen. Die Schlacht von Leyte
war gemessen an der Zahl der beteiligten Schiffe die größte Seeschlacht der Geschichte. Und es war die letzte Auseinandersetzung, in der sich Schlachtschiffe direkt gegenüberstanden. Am Ende jedoch waren es die amerikanischen Flugzeugträger und die Luftüberlegenheit der Amerikaner, die diese Schlacht entschieden. Als wir uns dem japanischen Verband näherten, sollten wir den Gegner in die Zange nehmen. Wir sollten das östlichste Schiff angreifen, ein Schiff der Yamato-Klasse. Wie sich herausstellte, war es die Musashi. Ich stand auf der Brücke, als die Musashi angegriffen wurde. Ich zählte alleine 14 Bomben und Raketen, von denen die Musashi getroffen wurde. Die Musashi war eines der drei Schlachtschiffe, die die Japaner neben ihren vier Flugzeugträgern in dieser Schlacht verloren. Aber die kaiserliche japanische Marine war noch nicht am Ende. Als die Alliierten auf das japanische Festland vorstießen, warfen die Japaner zu ihrer Ehrenrettung ihr letztes Superschlachtschiff, die Yamato, an die Front. Es war ein Selbstmordkommando, als die Yamato die alliierten Streitkräfte vor Okinawa angriff. 2 Stunden lang wurde das größte Schlachtschiff der Welt von 380 amerikanischen Bombern angegriffen, die unentwegt von 10 Flugzeugträgern aufstiegen. Dann sank das Schiff und zog 2200 Seeleute mit in die Tiefe. Der Traum von einem japanischen Großreich in Asien war ausgeträumt. Vier Monate später, im August 1945, erreichte der Krieg im Pazifik seinen dramatischen, seinen tragischen Endpunkt. Nach 6 langen Kriegsjahren schwiegen die Geschütze auf den schwimmenden Festungen. "35 der weltgrößten und legendärsten Schlachtschiffe waren zerstört oder gesunken. Mehr als die Hälfte davon waren Luftangriffen zum Opfer gefallen. Während die Flugzeugträger den Krieg im Pazifik beherrscht hatten, war es ein Schlachtschiff, das bis zum Ende den Mythos der eigenen Gattung hochhielt. Unter den gewaltigen 400mm Geschützen der Missouri unterzeichneten die Japaner in der Bucht von Tokio ihre bedingungslose Kapitulation. Die Missouri symbolisierte die Kraft und Stärke Amerikas. Sie war ein souveränes Stück Amerika, das hier vor der Schwelle einer eroberten Nation ankerte. Es gab keinen Zweifel, wer hier der Sieger und wer der Unterlegene war. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwanden die Schlachtschiffe nach und nach aus den Flotten der Seemächte. Es wurden keine neuen mehr geplant oder gebaut. Nur die jüngsten Schlachtschiffe der Amerikaner, Schiffe der Iowa-Klasse, wurden in Korea und später in Vietnam noch einmal in Kampfhandlungen eingesetzt. Im Golfkrieg liefen die letzten beiden Schlachtschiffe der Amerikaner, die Missouri und die Wisconsin, noch einmal zu Einsätzen aus. Mit modernen Lenkwaffen bestückt, waren sie jedoch nicht viel mehr als sehr teure Abschussrampen. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts,
sind keine Schlachtschiffe mehr im Dienst einer Kriegsmarine. In der Geschichte werden die Schlachtschiffe als die teuflischsten Waffen eingehen, die der Mensch in dieser Zeit ersinnen konnte. Am Ende, denke ich, waren Schlachtschiffe eine lohnende Investition, die sich für die einzelnen Nationen bezahlt gemacht hat. Denn das Überleben einer Nation war oft abhängig von ihrer Präsenz zur See. Man ist heute versucht zu sagen, dass die Schlachtschiffe den Wahnsinn des Menschen zeigen, solche enormen, vielleicht nutzlosen Waffen zu bauen. Aber zu ihrer Zeit ging man davon aus, dass es sinnvoll war. Mehr als 300 Jahre hatten sie die Ozeane beherrscht. Dann war ihre Zeit, die Zeit der großen Schlachtschiffe, vorbei. Die erste Welle globalen Wettrüstens ging nahtlos über in die nächste. Und immer wieder wurden neue Waffensysteme entwickelt. We'll be right back.